Das Anjanta zu bekämpfen. Ich bin natürlich neugierig. Aber es lässt uns in Ruhe, deswegen werde ich es jetzt erstmal nicht bekämpfen. Gekritzel. Katzengekritze. Okay, wir tun den nichts, wir wollen hier nur ein bisschen farmen. Mach du da ruhig deinen Mittagsschlaf. Oder auch nicht. Okay, ich soll das vielleicht nicht übertreiben. Aber ein bisschen zu sehr geärgert. Hier drüben. Könnt mir einen Stein mitnehmen. Oh, der ist immer noch hinter uns her. Hier einen Busch, wenn man ihn braucht. Okay, er hat uns in Ruhe gelassen, einen Pilz. Nochmal alte Fußspuren. Vielleicht ist hier oben ein Lager. Ein fliegender oder fliegende Gegner. Nicht nur einer. Wassermoos. Unbekannte Fußspuren. Gegengiftkraut. Und da ist auch wieder jemand. Einheimische Wesenforscherin. Oh, hallo. Freut mich, jemand Neues hier draußen zu treffen. Ich bin für das Monsterlexikon zuständig. Meine Aufgabe ist es, möglichst viel über die einheimischen Wesen hier herauszufinden. Zu den einheimischen Wesen zählen kleine Tiere, Fische, grundsätzlich alles, was dich nicht frisst. Ich liebe sie alle. Zu meinen Forschungsaufgaben gehören das Sammeln, Studieren, Aufzeichnen und Spielen von und mit einheimischen Wesen. Die neue Welt wimmelt geradezu vor unentdeckten Kreaturen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe nicht genug Hände. Das stimmt. Genug Hände? Warte. Was, wenn du meine Assistentin werden würdest? Wenn du einheimische Wesen fängst, kannst du sie in deinem Raum freilassen und beobachten. Wer könnte dazu Nein sagen? Aber antworte noch nicht. Denke darüber nach und komme dann wieder zu mir. Ich verspreche, das Kleinzeug wird dir nähere Freude bereiten. Ach, wie schön, du hast dich schon entschieden, mir zu helfen. Ich wusste, dass du die richtige Jägerin für den Job bist. Um einen Anfang zu machen, schau dich bitte hier um und fange mir einen Unterholz. Pterix, ja? Die sehen ein wenig wie urzeitliche Vögel aus. Wie sie mühelos von Baum zu Baum gleiten, das ist so... Oh. Diese Süßen sind solche Wonneproppen. Ich muss einfach einen für mich haben. Zum Beobachten. Bitte und danke, Assistentin. Natürlich besorgen wir dir so einen. Wenn wir so einen sehen, nehmen wir den natürlich mit. Warum auch nicht?
Wir sind ja so nett. Alte Fußspuren. Was haben wir denn hier? Eine Vitalwespe, so, so. Hier drüben. Aber an den komme ich ja gar nicht dran. Oder kann ich den mit so einer Schleuder hier... Bing. Ach so, das sind Flugzeuge zum Einhaken. Und nu? Kann den aber nicht wirklich steuern hier. Ich fliege ja wie so ein Idiot von A nach B. Ja. Ich glaube, das muss ich noch mal ein bisschen üben. Jetzt bin ich eine gute Ecke vorwärts gekommen. Was ist das hier? Zum Blenden. Vielleicht, wenn ich hier oben in den Kampf verwickelt werde. Oder ist das hier ein Monster? Sprengnuss. Das nochmal. Oh, Efeu, den hatte ich glaube ich bisher auch noch nicht. Ein bisschen Honig. Ein Donnerkäfer. Was ist das denn? Ah, damit kann ich mich dann wohin schwingen? Hier drüben. Wenn ich mir das einfach fallen lasse, wäre das nicht so geil. Ich glaube, ich schwimme mich zur Nekomata zurück. Kann ich nochmal Efeu einsammeln und gehe mal hier durch. Rotkern. Wieder Efeu, okay. Mandragora. Den habe ich bisher auch noch nicht gehabt. Maxi-Tränke. Hört sich nicht verkehrt an. Große Tränke. Wieder ein Donnerkäfer. Noch was Honig hier. Was bist du denn? Was? Dann müssen wir es einfangen.
Legen wir mal das Schwein hier. Nu. Mosswein. Moos überzogen. Okay, so toll ist das ja jetzt nicht, aber ich schärfe schon mal wieder meine Waffe. Okay, das Basislager scheine ich aber irgendwie auch noch nicht gefunden zu haben bisher. Was ist denn da? Nekomate hat was gefunden. Wo der Nekomate? Ich sehe hier nichts. Hier scheint etwas zu sein, ja, aber wo? Oben. Ich weiß nicht, was er mir sagen möchte. Ich gehe mal an der Seite hier runter. Hier drüben. Blumenbeet. Kontoobjekt. Hier führt eine Spur hin. Auf jeden Fall gehen die Käfer hier weiter. Und ein Donnerkäfer wieder. Folgen wir doch einfach unseren Leuchtkäfern. Führen die uns denn hin? Gekritzel, oh. Jetzt wieder den ganzen Weg zurück, nachdem wir die Käfergekritzel gefunden haben. Komata läuft nach vorne. Du bist den ganzen Weg bis hierhin gegangen. Was möchtet ihr uns denn zeigen? Ich gehe jetzt den ganzen Weg wieder zurück, ihr Leuchtkäfer, für nichts und wieder nichts. Die Orientierungsprobleme. Mein Blumenbeet. Eine Leuchte. War doch gerade was. Das ist nicht in ihr Ernst. Okay, anscheinend können wir einfach hier runterspringen. Leute, ich mache jetzt diesmal eine Pause, erkundige hier noch ein bisschen weiter. Ich denke mir, dass wir beim nächsten Mal endlich im neuen Lager ankommen werden. Also macht es gut, bis zum nächsten Mal, eure Neko.